Er war der Usain Bolt der 100-Jährigen. Hidekichi Miyazaki hielt den Sprint-Weltrekord in der Kategorie Ü105. Jetzt ist er im Alter von 108 Jahren gestorben. Miyazaki trug in Anspielung auf den jamaikanischen Ausnahmesprinter den Spitznamen Golden Bolt. Erst mit Anfang 90 hatte er mit dem Laufen angefangen. 2015 stellte er in seiner Heimatstadt Kyoto den ersten Weltrekord in der Klasse der über 105-Jährigen auf. Er lief die 100 Meter in 42,22 Sekunden. Die Bilder davon gingen um die Welt. Bolt selbst gratulierte dem japanischen Seniorensportler via Twitter. Miyazaki war damals allerdings gar nicht zufrieden. Er habe den Startschuss nicht richtig gehört, sagte er. Es könne sein, dass er doch ein wenig alt werde.